Versetzt, wir senden jetzt ja, eigentlich schon. Ja. Das verstehe ich nicht. Das ist wie bei Zurück in die Zukunft, wo der eine den Almanach schon hatte, aber obwohl er noch nicht hatte. Ich weiß es nicht genau. Weiß ich nicht. Wir starten jetzt einfach mal in... ach so, dieses Video ist jetzt live. Na bitte, dann fangen wir jetzt mal an. Passt mal auf. Aufregend. Ich werde ein bisschen Warm-up machen für alle, die noch nicht dabei waren bei dieser Show. Ich bin ja nicht nur Moderatöse, sondern ich bin auch Warm-up-Rett. Das bedeutet, ich werde euch heute ein bisschen beibringen, wie ihr Begeisterung zeigen könnt. Ihr könnt meinen, wir heucheln, ist mir scheißegal, aber ich brauche ein bisschen Bestätigung. Ich bin ein Mann in Frauenkleidern. Das bedeutet, ich werde jetzt gleich am Anfang der Show, werde ich ein Video aus meinem wahnsinnig erfolgreichen YouTube-Kanal präsentieren und dann werde ich mich da so hinten verstecken. Und wenn das Video vorbei ist, dann komme ich hier so reingerast auf mein Stöckeln und dann tut ihr so, als ob ihr mich noch niemals vorher im Leben gesehen habt und ihr habt euch so gefreut, endlich mal die Jurassica zu sehen. Und das üben wir jetzt. Die Jurassica kommt rein. Wir applaudieren, die Jurassica ist da. Danke. Danke. Ja, verpulvert doch nicht euer ganzes Pfeffer vorher schon, meine Güte. Ich sehe ja, ihr wart schon mal in der Travestie-Show. Es scheint also zu klappen, ihr süßen Mäuse. Deshalb starten wir jetzt einfach mal das Video. Und ich wünsche euch viel Spaß bei meiner Show. Hallo, ihr süßen Puppes. Ich bin aber Jessica Parker und der live aus Berlin. Und ich bin heute wieder mit euch unterwegs. Es geht ins Deutsche Theater nach Mitte. Aber erstmal fahren wir hin und dann quatsch ich mir. Unweit der Friedrichstraße, des Friedrichstadtpalastes. Wir sind auch in einem anderen Theater, das Berliner Ensemble ist hier auch. Also hier ist Kultur, Kultur, Kultur. Und ich bin heute verabredet mit dem Ulrich Beck, der ist der Dramaturg vom Deutschen Theater. Der hat mich eingeladen auf ein Sektchen. Nun wollen wir mal gucken, ob der auch vorbereitet ist mit dem Sektchen. Ach so, ziehen. Oh, ist wahnsinnig glamourös hier. Wo ist denn der jetzt, der Schwule? Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hier ist unsere Kasse. Ach so. Wir können Karten kaufen. Ah ja, Karten kaufen ist ja nicht so meins. Ich lasse mich mal gerne einladen. Hast du ein Säckchen für mich mitgebracht? Habe ich mitgebracht. Ja? Ja. Und dann führst du mich heute rum. Ich versuch's. Du versuchst. Du bist so süß schüchtern. Na komm, wo ist denn der Sekt? Wo gehen wir jetzt den Sekt hin? Ich möchte unbedingt ein Säckchen trinken, bitte. Ich bin heute schon so lange auf dem Bein. Aber die Bar ist geschlossen. Ach so. Wir können mal gucken, ob der... Wie, die Bar hat geschlossen? Oh, da höre ich doch schon das Geräusch. Das Geräusch, das Lebensfreude bereitet. Flaschen klappern. Und weg von gestern. Ach, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und Mischgeschlechterinnen, wir sind heute im Deutschen Theater. Ein Haus, das sehr, sehr viel Treppen hat, habe ich gehört, und viele Betten oder Sofas. Das musst du gleich noch eruieren mit mir, genau. Und Toiletten. Und Toiletten auch. Ich muss ja oft groß, von daher ist es gar nicht so schlecht, wenn hier auch viele Toiletten sind. Groß. Was macht denn ein Dramaturg? So in drei Sätzen. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen, dass diese Frage kommt. Du wirst ja wohl wissen, was du beruflich machst. Wo ist denn dein Büro? Ja, das ist jetzt ganz weit oben. Ganz weit oben.
Das ist wirklich sehr niedrig hier. Also wenn du mich hier irgendwann mal alleine lässt in diesem Theater, werde ich hier nie wieder zurückfinden. Ach so, hier geht's noch weiter. Das kann man nicht. Jetzt müssen wir ganz halt um. Ach, guck mal. Die ist für Mischgeschlechter. Die ist für Mischgeschlechter. Hi! Oh, da sieht's ja aus. Guckt mal. Was ist denn das für ein unordentliches Büro? Ist ja unfassbar. Kannst du mir erklären, was Dramaturgen machen? Weil ihr konntet es nicht erklären. Die machen alles und gar nichts. Also künstlerische Berater am Theater besetzen, suchen Texte, sprechen mit Regisseuren über das, was dabei auf der Bühne schließlich rauskommen soll. Und sind die größten Meckerer im Theater, das vielleicht auch nochmal zu sagen. Müssen also ständig kritisieren und anmelden, warum man was nicht versteht, nehmen so ein bisschen den Blick des Publikums ein und können aus der Position raus dann eben auch mal sagen, nee, das funktioniert nicht, das versteht man nicht, da lauter, da leiser, aber auch vielleicht den Autor ein bisschen verteidigen. Also habt ihr so eine beratende Funktion, so den Blick aufs große Ganze zu wahren? Genau, oder was? Genau. Und organisatorisch auch noch sind wir tätig. Wow, auch echt ein krasser Job, muss ich sagen. Sowas macht man freiwillig, ja? Aber ist ganz süß. Guck mal, wie toll ich aussehe, auch auf diesem Sofa. Ich bin halt einfach auf wie hingegossen. Ist der auch homosexuell, der Intendant? Oder nicht? Das habe ich noch nie gefragt. Das heißt, dieses was? Dann würde ich ihn das fragen. Oder hast du Angst vor dem? Gut, dann frage ich ihn das. Ach, der ist hier direkt vorne. Ja. Hat der so das Eckbüro? Ja, Benetage. Wir sind schon da. Ulrich. Ich muss mal kurz mein Sektum vorabstellen. Guten Tag. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Wir wollen dich nur mal kurz stören. Ja, hallo, guten Tag. Ich bin die Jurassica. Hi. Und wie ist es bei dir? Ja, super. Hoffe ich. Ja, ja. Genau. Und ich führe euch mal durch. Oh ja, gerne. Hier ist das Max-Reinhardt-Zimmer. Oh. Etwas unaufgeräumt. Oh. Na? Naja, wo ist denn das hier unaufgeräumt? Das ist jetzt mal hier die Schokolade beiseite. Die stammt noch aus der Dramaturgie. Die Bücher, wo kommen die alle her? Sind das alles deine Bücher, Ulrich? Hast du die alle mitgebracht? Nein? Nee, die stammen aus unserem Archiv. Kann man schon arbeiten. Und jetzt nehme ich dich mal rüber mit in mich mein Büro. Rüber? Ja? In Ulrichs Büro. Und dann können wir mal so richtig... Da gibt es ein Sofa. Ach, da gibt es ein Sofa. Das Deutsche Theater ist das Haus der verschiedenen Sofas. Mann, du hast das hier aber schön. Da habe ich noch mehr Bücher. Ja, ich sehe schon. Mann, das sind aber jetzt deine Bücher dann auch. Ja, das ist ja... Ich muss kurz das Sofa ausprobieren, Ulrich. Ja, bitte nicht, Platz. Ah, ne, warte mal, ich liege hier nur auf Sofas. Das ist... Naja, aber ich muss sagen, der Dramaturgie des Sofas ist ein bisschen weicher. Was verdienst du so? Verdienst du gut? Ja, ich finde den ganz gut, finde ich. Das ist schön, das freut mich. Ganz okay. Ja. Ja. Ich finde aber auch, dass ich es verdiene. Ja, du, das kann ich leider nicht beurteilen, aber Ulrich Beck wird bestimmt dem auch beipflichten. Ich weiß ja, der trägt heute meine Handtasche die ganze Zeit, der Ulrich Beck. Ja. Danke dir fürs Kommen. Das war kurz und schmerzlos, aber dafür geil. Und jetzt geht's weiter. Klausi? Ach, da ist Klausi. Klausi war gerade weg. Oh, was ist denn das hier für ein Saal, Ulrich? Können wir hier nicht vorbeigehen? Oh. Guck mal hier mit den Kronleuchtern. Ach, guck mal, hier ist eine süße Küche. Süß. Wie viele Küchen ihr hier auch habt, ne? Wie viele Menschen arbeiten hier bei euch? Sofa. Ja, warte mal. Das ist Benjamin Lili, was ist das? Lili, das ist ein Schauspieler. Ah, Lili, okay. Oh, gut. Oh, guck mal, so sieht eine Garderobe aus, wenn man am DT spielt. Guckt euch das doch mal an. Das ist anders als im Rauschgold. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im BKA Theater. Jetzt mit mir zusammen, mich selbst, die einzigartige
wunderschön und schlanke Jurassica Palka. Also wer die weiteren Videos noch sehen möchte, mein YouTube-Kanal gibt es noch Teil 2 und 3 zu sehen. Der YouTube-Kanal heißt http://www.youtube.com/JurassicaParker. Ich habe es hinbekommen, könnt ihr mich gerne abonnieren. Wir haben heute einen Livestream, das bedeutet, ich habe meinen Zeigepenis extra mit dabei, das bedeutet, wir haben dort eine Kamera, dort hinten eine Kamera und hier vorne eine Kamera für die Porenaufnahmen. Ja, bitte Svenny, nicht ganz dicht dran. Ich komme gerade aus dem Urlaub, meine Poren sind stark geweitet. Ich habe einen wahnsinnig trockenen Mund. An die Bar vielleicht mal so eine Flasche Sekt wäre schön, ja, wenn das möglich wäre. Gibt es Erstbenutzerinnen, Erstbenutzer hier bei mir in der Show, Hände hoch? Oh, ganz wenig. Scheiße, kann ich ja meine ganzen Witze nicht nochmal machen. Ich mach's trotzdem nur, scheißegal. Kacke. Ey, naja, gut. Ihr seid alle neu hier vorne, ne? Wie heißt denn du? Du gefällst mir schon den ganzen Abend, mein Schatz. Martin ist gar nicht an. Martin. Martin, wie alt bist du, Martin? 33. So alt schon. Siehst viel jünger aus. Was ist dein Geheimnis? Viel Wasser trinken? Kokosöl. Kokos. Du bist eine kleine Schnabuliererin, merke ich schon. Martin, du gefällst mir. So, wo ist denn der Sekt jetzt? Verdammt. Extra mein Glas mitgenommen. Ja. Dankeschön. Oh, haben wir einen neuen Sekt? Das kleine Glas brauche ich nicht. Das ist eins hoch, ist das weg. Wir haben jetzt neu Monetto Prosecco. Ach, gar kein Sekt. Na gut, egal. So, ich habe heute diverse Dinge mit euch vor. Zum Beispiel spiele ich heute auch ein neues Spiel. Sven, ist es okay, wenn ich das Glas hier erstmal stehen lasse? Du bist ja sehr besorgt wegen des Livestreams. Sven war heute schon alle wieder. Die werden immer kleiner, eure Flaschen, habe ich das Gefühl. Naja, Piccolo ist Piccolo. Ich gebe es dir gleich mal wieder. Danke, Schatz. So, erstmal Prost auf euch. Ich habe so einen trockenen Mund und einen Durst auch schon wieder. Prost. Schön, dass ihr alle hier seid. Das brennt so in den Augen. Aber schön kühl. Ich roll mal nach vorne. Ich war ja unlängst auf Kreuzfahrt. Möchte ich eingangs erwähnen, weil ich bin eigentlich wahnsinnig braun. Man sieht es aber nicht, weil ich habe heute keine Schminke gefunden, die irgendwie zu meinem neuen braunen Ting passt. Ich habe es wirklich versucht, so anzugleichen, wie es nur irgendwie geht. Meine Eltern haben mich und meinen Ehemann Klaus, der sitzt da, und guckst du auf dein Handy, während ich auf der Bühne spiele, oder was? Leg das weg! Also, meine Eltern haben mich und Klausi eingeladen auf eine AIDA-Kreuzfahrt, weil die haben nämlich 47. Hochzeitstag gefeiert
Und ich habe das lange vorher mit meinem Therapeuten besprochen. Ich gehe ja jeden Dienstag zum Therapeuten. Und der hat dann gesagt, es hat ein bisschen was von Prostitution, was ich mache. Weil meine Mutter bezahlt mir die Kreuzfahrt, damit ich Zeit mit ihr verbringe. Aber so kann man das irgendwie zusammenfassen. Und Kreuzfahrt ist nicht so unsers gewesen, Klaus. Es waren sehr viele alte Menschen, die so tatterten von Buffet zu Buffet. Und meine Eltern waren ganz süß. Aber Familie kann ja auch nerven. Man isst den ganzen Tag, war schon jemand mal auf Kreuzfahrt? Du, Martin, warst du schon mal auf, hast doch kein Geld dafür, ne? 33, gerade mit dem Studium fertig, ne? Bist du Friseur oder? Nee. Nein, gut. Und da fängt das Frühstück an um 8.30 Uhr. Es gibt vier Restaurants. Ganz oben das East, das ist so ein bisschen asiatisch angehaucht. Dann darunter ist das Belladonna, ist ein bisschen italienischer angehaucht. Darunter dann das Marktrestaurant. Da waren wir nie drin, weil meine Eltern mögen das nicht. Deshalb geht man da nicht rein, keine Ahnung warum. Das ist auch das Credo der ganzen Fahrt gewesen. Meine Eltern mögen das nicht, also machen wir es nicht. Und das Lustige ist, ich habe normalerweise nach Urlauben, die schön sind, habe ich immer so eine ganz schlimme Nachurlaubsdepression, wenn ich wieder zu Hause bin. Brauchst du 3 Tage, um in dieser dreckigen Kackstadt wieder anzukommen. Das war diesmal gar nicht so. Und da habe ich gemerkt, ich muss öfter mit meinen Eltern verreisen. Das ist zu Hause schöner als im Urlaub. Ja, ist so. Also, nichts gegen meine Eltern. Das war wirklich auch süß mit denen, aber... es gab halt so Momente, da hat man sich dann auch gezankt und gestritten. Mein Vater zum Beispiel ist ein sehr schwieriger Charakter, wenn er möchte. Wir haben uns auch gefragt auf der ganzen Fahrt, die waren schon auf 16 Kreuzfahrten auf der ganzen Welt. Also die sind durch die ganze Welt gereist, können aber nur Deutsch. Die können keine andere Sprache. Und ich frage mich, wie die durch die Welt gekommen sind. Eine Geschichte, wir waren in Valencia, glaube ich. Ist auch egal, irgendeine Stadt in Spanien. Ach nee, es war noch auf Teneriffa, glaube ich, ne? Santa Cruz auf Lanzarote, ist ja auch egal. So, mein Vater hat seine Kreislauftabletten zu Hause vergessen. Nee, warte mal. Nein, er hat gesagt, du Kind, meine Mama hat die Kreislauftabletten für mich vergessen. Wo ich so sage, dann packst du da selber ein. Aber gut, die waren also nicht da, die Kreislauftabletten, also sind wir in eine Apotheke gegangen, in der Fußgängerzone, wo sie alle Spanisch sprechen. Mein Vater also rein und dann sagt er zu dieser sehr sympathischen älteren Dame hinterm Tresen, sagt er so, guten Tag, ich brauche das Medikament XXX, ich brauche meine Blutdrucktabletten. Dann sprechen Sie Deutsch. Und dann sagt die Frau so, oh no, no, mi español, anglais, blablabla. Mein Vater, ach so, ja gut, also ich hätte gerne... Und liest vor, was der 2,5 Milligramm von dem und dem Medikament... Und ich stehe daneben und denke so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das war mir so peinlich in dem Moment. Ich kam mir so touristisch deutsch vor, aber er hat das Medikament bekommen. Ich weiß nicht, wie die sich... Gut, und dann hat er das Medikament bezahlt. Es kostete 2,31 Euro. Da war er sehr überrascht, wie billig das doch wohl in Spanien ist. Und dann sagt er so, ja, vielen Dank, auf Wiedersehen. Und geht so raus und denkt so, Papa, du bist nur... Gut, kennt das jemand oder rede ich mich gerade im Kopf und Kragen mit den Eltern? Die sind, Martin, wie sind denn deine Eltern so? Nett. Ja, nett sind meine Eltern auch, wenn sie wollen. Ich habe noch keinen Urlaub mit denen gemacht. Noch niemals? Naja. Wann hast du die kennengelernt? Nein. Vor einem Jahr oder was? Kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los? In meiner Kindheit, ja. Aber so jetzt da noch nicht. Ich so eine Erlebnisse noch nicht gemacht, da hatten sie ja keine Medikamente. Es geht ja nicht nur um die Medikamente, bei meinem Vater zieht es auch überall. Es ist zu kalt, es ist zu heiß. Ich könnte noch so viele Geschichten erzählen, möchte ich aber gar nicht, weil, obwohl Frau S. erzähle ich nachher noch, bevor wir weitermachen. Junge Leute hier im Publikum, die Instagram besitzen, ich freue mich immer darüber, dass ihr Insta-Stories macht und mich verlinkt mit @JurassicaParker und das postet, weil ich werde das morgen alles zusammenschneiden und dann in meinem Instagram-Account posten als Story. Nur, dass ihr Bescheid wisst, das finde ich immer ganz, ganz toll. Ansonsten habt ihr auf euren Tischen Zettel zu liegen und Stifte. Bitte nicht wegschmeißen oder Liebesbriefchen drauf oder... Penisse drauf meine, so bitte nicht, weil die brauchen wir noch, weil ihr müsst nämlich nachher Fragen für meine Stargästinnen aufschreiben.
erkläre ich dann aber auch gleich nochmal, wenn ihr auf der Bühne seid, ihr zwei süßen Mäuse. Bitte, freue ich mich sehr. Sekt einschenken habe ich schon gemacht. Na, sag mal. Jetzt gucke ich mal meinen Livestream. Wie mache ich das eigentlich jetzt, Sven? Ach so, oh nein, das ist bei mir Facebook abgestürzt. Ah ja. Wie mache ich das denn? Ah ja, ich sehe mich gerade selbst. Hi! Ich habe ein bisschen zugenommen, sehe ich gerade. Aber gut, wir haben auch rund um die Uhr gegessen. Wenn man morgens aufsteht um 8 Uhr, ist der erste Gedanke, oh Gott, ich muss gleich schon wieder frühstücken gehen. Aber gut, so ist das. Ich begrüße jetzt meine beiden Stargästinnen. Wir sind schon seit langem, langem bekannt, befreundet, wäre übertrieben, weil wir sehen uns eigentlich nur im Nachtleben oder mal irgendwo beim Saufen. Aber man versteht sich ganz gut, möchte ich sagen. Viele von euch werden sie auch kennen hier im Publikum. Bitte begrüßt mit mir die Kiez-Bingo-Stars aus dem SO 36, Gisela Sommer und Ingeborg. Küsschen. Setz dich, wo du willst. Hallo. Hallo. Ach, süß. Ihr habt Mikrofone hinter euch. Sind die an? Oh ja, sie sind ja, an. Ja, sie sind an. Also vielen Dank für den warmherzigen Applaus. Dankeschön, dankeschön. War gar nicht so warmherzig, war eher so ein doch bisschen für unsere bemüht. Verhältnisse geht. Eure Verhältnisse geht. Ihr habt noch Säckchen, sehe ich gerade. Sie ja, seid frisch, noch versorgt. Das Wasser kann man auch wegstellen eigentlich, oder? Ja, nein, nein, nein. Nein? Ah ja, trockener Mund und so. Richtig. Braucht ihr einen Aschenbecher? Ja, bitte. Ja, bitte. Auch Zigaretten aber auch, ne? Hast du dabei? Einen Aschenbecher bitte und 3 Wodken, damit wir mal ein bisschen in Fahrt kommen hier heute Abend. Schnäpse, ja? Das ist eine gute Idee. Fahrlässig. Ich frage ja immer gerne am Anfang jeder Show, Gott, hast du weiche Haut? Ach so, eine Leggings, aber egal. Toll. Gisela, was ist dein Geheimnis? Kokosmilch? Ja? Nein, ich arbeite seit 100 Jahren in einem Keller, also ne, keine UV-Strahlung. So. Ach so. Ja. Und ansonsten war ich heute Morgen noch auf dem Geburtstag in Mecklenburg, meine Damen und Herren. Da hat es sehr viel geregnet und ich habe in so einer feuchten Wiese quasi gelauert. Was hast du denn da gemacht? Gelauert? Getrunken eher. Ja. Ach, bist du schon besoffen gerade, oder? Ja, seit 11, ja. Morgens, das sind die besten morgens. Voraussetzungen für meine Show, ich muss ich sagen. Seit 8, also. Ingeborg, was hast du heute gemacht? Du hast gearbeitet? Ich habe gearbeitet in der Tofu-Hölle. Ja. Das war sehr schön, von 9 bis 15 Uhr. Du musst kurz erklären, Tofu-Hölle, was die Tofu-Hölle, das ist. Die Tofu-Hölle, ich arbeite in einem vegetarischen Café mit Frühstücksbuffet am Wochenende. Und sagen wir mal, 95% aller Gäste sind Touristen, die nicht den Unterschied zwischen einem großen und einem kleinen Café kennen. Was das ist fragen der Sie gerne nach. Der Unterschied ist groß und klein, oder? Gibt's genau, da noch? Das ach, okay. Ist halt ein kleiner und ein großer Café. Gut. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Jedenfalls habe ich gearbeitet, bin nach Hause gegangen, wurde immer müder, konnte nicht schlafen. Sehr interessant. Bin zu Gisela gegangen, haben uns aufgefummelt, noch mehr getrunken. Gut. Aber dafür leidet ihr noch gar nicht. Was ist denn da los? Das kommt ihr seid ja auch schon. Prost. Auf euch, schön, dass ihr da seid. Schnaps, ne? So, ich frage. Der wird sehr warm, muss ich sagen. Ich frage immer gerne am Anfang meiner Show, wer meine Stargäste kennt. Das tut mir sehr leid für meine Gäste. Ich glaube, es sind 3 Leute heute. Also, bitte Hände hoch. Wer kennt Gisela und Ingeborg? Aber guck mal, ich würde sagen, gute 15%. Margot, du kennst uns doch gar nicht. Gute 15%. Martin, guck nicht dauernd auf dein Smartphone. Soll ich das dir wegnehmen? Ja, wohl nicht wahr sein hier. Jetzt hat er wahrscheinlich gerade ein Date fertig gemacht und jetzt... Was sind denn das für Kinder da drauf? Hast du Kinder? Hast du Kinder? Meine Nichte und meine Neffe. Oh. Süß. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau, ihr seid sehr unbekannt, aber trotzdem hier, da freue ich mich. Ja, wir haben uns auch gefragt, wir haben uns ja lange vorbereitet auf die Show. Natürlich, heute. Na klar. Da haben wir uns auch gefragt, wer hat wohl alles abgesagt, dass wir eingeladen worden sind. Und da haben wir gesagt, vielleicht Eberhard Diebke, nee, da weiß ich auch nicht. Lebt aber der noch? Die anderen sind alle tot, Brigitte Mira ist tot. Ja, also. Die kann nicht mehr. Ne? Nee, aber tatsächlich wart ihr immer ein Wunschteam von mir. Ehrlich? Ja, aber ich habe immer vergessen, euch einzuladen. Also, 4,5 Jahren dachte ich, wird mal Zeit. Da kam immer was dazwischen, ne? Zum Beispiel in der Bootsfahrt. Oh ja,
Lass uns nicht weiter drüber sprechen. Ich will eine Nachfrage hätte ich da. Wie in drei Teufelsnamen überredet man sich selber, in so eine Blechschale einzusteigen, von der man dann nicht runter kann, solange man über das Meer fährt? Also das Ding ist ja, das Schiff, da passen 2500 Menschen drauf. Also es ist relativ klein und übersichtlich. Man kann sich da schon so ein bisschen auch verteilen. Und es gibt wunderbar schreckliche Shows auf dem Entertainment Deck. Das geht über drei Etagen mit so einem Dome, der so reingeht. Und da gab es eine ganz, ganz tolle Queen Tribute Show. Und was haben wir noch gesehen? Schlager, irgendwas. Es gab die wunderbare Schnittchenparade auf dem Entertainment Deck mit der Volksmusik. Das war auch toll. Was? Brathähnchenparade, was weiß ich. Ja. Das ist auch egal. So, das war die HMS von Storch, ja? Oder wie hieß das Schiff? Aida Stella. Aida Stella. So, ihr süßen Mäuse. Ja. Man kennt euch. Hauptsächlich möchte ich sagen, vom Kiez-Bingo. Ja? Erklärt mal kurz, was ist das, was passiert da, warum macht ihr das? Ja. Also wir machen das. Das sind schon mal zu viele Fragen. Also das Kiez-Bingo ist eine Bingo-Show, die achtmal im Jahr läuft, also saisonal von Oktober bis Mai. Im Sommer gibt es eine Pause, weil dann keiner kommen würde. Weißt du doch gar nicht. Oh doch, die sind doch alle im Park immer und so. Also kommt wenn ich hier Show habe im Sommer, kommen die alle. Ja, bei dem Wetter, also ist ja kein Wunder. So, und das ist wo im SU36? Im SU36 natürlich. Ja. Und wir machen das jetzt, wir beenden in 10 Tagen die 13. Saison sozusagen. Also seit 13 Jahren machen wir das. Aber ist ein Applaus wert. Das ist aber nett, dankeschön. Aber vor einem Jahr war das 20-jährige Jubiläum vom Kiez-Bingo, weil insgesamt, vorher haben das andere gemacht. Vorher gab es zwei andere Transvestiten aus Holland, die immer hergeschifft wurden, und zwar Kitty Carell und die Marie Winfo. Kenn ich nicht, weiß ich nicht. Kitty Carell kennst du nicht? Nee, kenn ich Maria nicht. 2000? Nee, kenn ich nicht. Die haben dann geschwächelt, weißt du? Ja. Die sind immer zwischendurch in so eine Tiefkühltruhe gelegt worden und waren ein bisschen zu hoch eingestellt. Das ist leider. Also die waren damals auch schon alt, als sie es angefangen haben, und als sie aufgehört haben, waren sie dann... Gut, und habt ihr das übernommen? Genau, dann wurden wir angefragt und seitdem läuft es immer noch. Ja. Aber sagen wir mal, ich wollte noch hinzufügen, also ihr kennt das ja alle nicht, ihr kennt das nicht, Handzeichen? Na doch, die Schwulen da hinten kennen das. Ja, ne? Margot kennt das aus dem Internet. Und so. Egal. Also der eigentliche Grund dafür ist, es ist so eine Benefizveranstaltung. Ne? Wir machen ganz schlimm Kreuzberger Kiez-Bingo mit Liveband und mit das und so. Und dann, wir erwirtschaften das Gegenspende. Ne? Also es ist kein Glücksspiel in dem Sinne so. Und wir haben mal vorhin beim Anmalen haben wir überschlagen so. Wir haben jetzt in den 13 Jahren haben wir rund 125.000 Euro. So viel? Ja. Ja, ja, eingenommen. Ja. Also durchschnittlich kommt pro Monat 1200 Euro rum. Ja. Und das sind Projekte, viel so Flüchtlingssachen, Frauen, Lesben, Frauencafé. Jetzt kommt das Alphabet, EGQPIT_Stern und so weiter. Also viele Sachen, wo der Staat sich abgewandt hat oder noch nie ein Interesse hatte. Und da füllen wir ein bisschen eine Lücke. Und das ist erneut ein kleiner Applaus wert. Wie ist denn dein Kinn? Komm, ich will mal in dein Fotos stibitzen. Sind da Penisbilder von dir drin? Martin. Hast du die versteckt, ne? Ja? Ich finde jedes Penisbild. Warte mal. Ach, die Oma ist aber auch geil. Gisela, wir haben alles gesagt, was wir wollten. Ihr könnt jetzt eigentlich gerne wieder gehen. Ja, das war sehr schön. Vielen Dank. Nee, aber pass auf. Ich war tatsächlich auch erst einmal dort, aber Ingeborg, du warst ja noch nie im BKA-Theater, also von daher bin ich dir einmal Besuch voraus. Ja, kann man aber auch mal so schon mal sagen. Ich bin heute hier, jetzt haben wir ausgeglichen. Halt's Maul. Ich kann mich auch erinnern, du hast beim Kiez-Bingo auch gewonnen, ne? Zweimal. Kannst du dich erinnern, was es für Preise gab? Nee, überhaupt nicht. Irgendwas Beschissenes. Ja, doch, bestimmt. Und dann, aber das ist ja, es gibt ja eine Tradition beim Kiez-Bingo, dass hier Strumpfhosen auch als Gewinn verteilt. Aber ja. Und dann gibt es, dann müssen sich Männer Strumpfhosen anziehen, was ich ja völlig absurden Gedanken finde. Man muss dazu sagen, also alle Kleidungsstücke müssen angezogen werden, wenn sie als Preis gezogen werden. Das heißt Unterhosen, Schlafanzüge, T-Shirts, Strumpfhosen. Strumpfhosen. Und du hast ja mal gesagt, oder du weißt jetzt nicht genau, ich wechsle euch dauernd, weil ihr euch so ähnlich ausseht.
eine dick, die andere hässlich. Und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht genau. Sie beugt sich ziemlich weit aus dem Fenster heute. Ne? Sag mal, LED-Technik ist das aber nicht, ne? Keine Ahnung, so Sven, ist das LED-Technik? Interessiert mich nicht. Schlage Blasen bereits. Bisschen, ne? Die schlagen Blasen? Ja. Du wolltest was eine sagen, von euch beiden hat mal gesagt, ihr findet es faszinierend, dass ganz viele Menschen sich Strumpfhosen nicht anziehen können. Dass sie nicht wissen, wie das geht. Das ich sage dazu gar nichts mehr. Gisela kommentiert das durchaus noch so. Ja? Ich weine leise in mich rein, wenn ich das sehe. Gisela versucht noch zu helfen, aber scheitert oft auch. Ne? Nee, du hast natürlich recht. So irgendwie. Also Leute versuchen das dann, wenn sie irgendwie Badminton spielen, versuchen sie das wie Sportsocken, so einfach so zack über den Fuß zu zerren und so. Ja, und scheitern dann und fallen hin und so weiter. Irgendwie, das ist ganz possierlich. Ich finde ja, Martin sollte sich heute mal eine Strumpfhose anziehen. Bist du denn gerne in Unterhose auf einer Bühne mit Transvestiten zu sehen? Das war ein Ja, nein, oder? Nein. Bist du homosexuell? Ja. Na, da musst du doch mal Strumpfhosen tragen, verdammt. Weißt du, ob erst das Leben hat dann erst einen Sinn, mein Schatz. Also ich kann also mindestens eine ausziehen, das ist kein Problem. Ne? An die Bar bitte einen Wodka für Martin, damit der mal so ein bisschen warm wird. Ja? Ihn weich zu machen. Martin. Zeige Penis, Martin. So, hast du jetzt Penisbilder gefunden? Langsam. Ach so, jetzt ist der schon wieder weg hier. Oh, sehe ich wieder die blöden Nichten und Neffen. Sind sehr peinliche Sachen dabei? Was wäre das peinlichste Foto, das wir finden könnten? Damenunterwäsche. Gisela. Na ja. Schweigefuchs. Ja, ach so, ja. Das ist meine Show. Ja. Und du redest bitte, wenn du danach gefragt wirst. Dankeschön. Dieser, was ich noch erzählen wollte. Ja, ne? Wir haben hier heute ein Nachgeburtstagskind, und zwar ist der Andreas. Der kommt aus Magdeburg und ist ein großer Fan von. Ja, tut mir auch leid. Das tut mir wirklich was soll leid, man denn machen, Magdeburg, Mensch, wenn der da wohnt? Ja. Und der Andreas, wie alt bist du jetzt geworden? 25. Warum? Mach doch mal mein Mikro an, Sven. In Magdeburg sind jetzt? Die anders so, ne? 25. 25. Wollen wir alle für den Andreas ein bisschen singen, damit er sich freut, ja? Nein. Ja. Was denn die Internationale wegen Magdeburg? Nee. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Andreas. Happy Birthday to you. Applaus für Andreas. Also, ich muss sagen, es hat noch niemals ein Publikum so beschissen gesungen wie ihr heute. Wenn ich das mal so ganz frei von der Leber weg sagen darf. Vielleicht liegt es auch an meinen Gästinnen, weiß ich nicht genau. Ja, das wollte ich auch vorschlagen. Es könnte an mir gelegen haben, denn singen kann ich tatsächlich nicht. Aber wir wollen heute Karaoke noch singen. Nein. Ja, okay, ja. Gut, erklärt mir das Geheimnis über den Elf. Der Elf ist ganz den. Traditionell. Den Elf. Erzähl mal, wie was gesagt, ist das? Vorher waren ja zwei Holländerinnen da an der Maschine und das sagt man scheinbar so in Holland, den Elf. Den Elf? Genau. Ach, daher kommt das. Daher kommt das. Ja. Und wir haben das übernommen, obwohl wir überhaupt nicht Holländisch sprechen. Ach so. Nee, aber wir haben das übernommen, weil das hat sich schon so etabliert als so ein ne? Also wenn wir zufällig die Elf ziehen, sagen wir den Elf und das Publikum applaudiert frenetisch und wenn es das nicht macht, machen wir das genauso wie Jurassica vorhin, das Einklatschen, das üben wir jetzt nochmal, ne? Und wir lieben halt einfach so bescheuerte, leere Rituale. Ne? Also ich zum Beispiel bin katholisch erzogen, da kommt da ein bisschen her. Ne? Ingeborg war so Schweinehirtin in der DDR. Ja. Und deswegen mögen wir das. Ja. Du schwitzt sehr stark. Wie kommt das? Wegen der Lampen. Ich auch, aber eher so innerlich. Innerlich. Ja. Ach, deshalb siehst du so aufgeschwemmt aus. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Ich wiege eigentlich 50 Kilo, aber in dem Licht hier, irgendwie trägt das auf. Das ist halt der Fluch der Bühne einfach. Der Fachbegriff ist teigig. Ja. Oder Steigerung breiig. Geht ja auch. Wenn ich das mal sage. Das wird ja auch live übertragen, das ist nochmal zusätzlich 5 Kilo. Und
Ja. Irgendwann kann man das nicht mehr erzählen. Ja. Gibt es schon Shitstorm? Hast du live einen Ticker laufen? Ja, ich komme da gar nicht rein in den... So. Warte mal, 14 kommen erst 14 Kommentare? Alle eingeschlafen, oder was? Aber immerhin 91 Zuschauer und Zuschauerinnen. Geil. Und Mischgeschlechter. Ist das schon mal schön. Naja, Mensch, was erwartet ihr heute von dem Abend? Ihr zwei, habt ihr Erwartungen, Ängste? Geht's noch weiter? Ja, Ängste auf jeden Fall. Naja, natürlich geht's noch weiter. Achso, ich dachte, das war's. Also, ja. Okay. Es wird sehr schön werden. Hm. Ja. Wir werden viele tolle Geschichten erzählen, falls wir uns noch erinnern können. Ja, und falls wir sprechen dürfen. Genau. Ja, entschuldige mal bitte. Lass ist ja deine Show. Nee, also nein, Erwartungen. Also zum einen, dass es auch vorübergeht, eines dann nein. Also, hast du weiche Haut? Diese Elefantenhaut, die macht mich wahnsinnig gerade. Gisela, ja? Ich möchte kurz noch... Ich bin wie hypnotisiert von diesem Trans im Schenkel. Du bist ja schon sehr alt, du auch. Das stimmt übrigens, das stimmt. Ja, ich kann ruhig zugeben, ja, ich bin älter. Noch älter als Gisela. Ja. Hui, ist ja fast, da kannst du AIDA fahren. Das ist ja dann kein Problem. Ich habe dafür gern Geld, aber ich habe mich schon mehrmals versucht, raufzuschmuggeln auf Schiff. Ach so. Aber wurde dann immer über Bord geworfen und dann. Als Beifang wieder reingeworfen. Ja. Oft kam auch Greenpeace und hat mich abgeholt. Ja, aber ihr beiden wohntet ja lange zusammen in einer WG, stimmt das? Ah, jetzt kommen die einfachen Themen, toll. Ja. Ich könnte auch einfach, Das da vorher war nicht einfach, wie die über Bord geht und dann wieder aufgefangen wird. Das war nicht einfach, oder? Nee, das war ja erfunden und jetzt kommt der Ernste. Jetzt müssen wir wahrheitsgemäß antworten, ja. Ja. 7 Jahre haben wir jetzt zusammen gewohnt. Ja, so kurz nur, ich dachte viel länger. Und erzählt mal ein bisschen, ich bin ja interessiert, wie lange ist schon der Drang in euch, Frauenkleider zu tragen? Man hat angefangen, Tuntentum, erzählt mir ein bisschen was. Ja. Man muss 2 Sachen dazu sagen. Also erstmal sind wir sehr alt, das heißt, wir haben sehr viel auch vergessen. Naja, das ist gar nicht lustig. Das ist ja. Und zweitens, wir kennen uns halt auch schon so lange, das heißt über 20 Jahre. Und das heißt, wir erzählen gerne auch die Geschichten der anderen im eigenen Kontext. Das mache ich auch immer, ne? Ja. Also Gisela erzählt gerne Geschichten und dann sage ich dann, nein, nee, das habe ich erlebt oder andersrum so. Ja. Ihr seid wie meine Eltern ein bisschen, merke ich gerade. Ja. Also ich habe halt auch, also für mich war, ich mache Travestie schon sehr lange tatsächlich. Ich glaube, seit ich 17 oder 16 bin, ne? Nein, ihr wisst doch gar nicht, wie alt die ist. Sie sieht ja nur so alt aus. Wie alt bist du? 44. Ja. Und du? Ich werde 40 dieses Jahr. Gibt es eine besondere Show? Das ist eine große Geburtstagsgala hier im BKA-Theater. Uwe Berger ist ja anwesend. Ah. Nee, stimmt nicht. Meine Güte. Ja, erzähl weiter. Blabla, was wollte ich wohl? Seitdem du 17 bist, machst du Travestie. Ja. Mhm. Das ist schon sehr lange. Ja. Und warum schminkst du dich dann immer noch so beschissen? Wie kommt denn das? Oh. Oh. Ihr könnt ja jetzt als Publikum, das ist ja gar nicht so schlecht, oder? Verhalten. Wir müssen dazu sagen, wir dachten nicht, dass es hier so hell wäre. Ne? Ja. Ja. Wir treten sonst halt eher so in Kellerbars oder auf Hinterhöfen auf und da ist das Licht meistens nicht so grell. Ja. Also ich meine, da können wir jetzt gerne drüber sprechen, aber ist so ein bisschen auch ein ernsteres Thema. Ja, gerne. Also bevor wir in die Pause gehen, machen wir ernsten Talk und danach wird es so richtig seicht mit Spielchen. Oh, von daher möchte ich gerne so ein bisschen was Ernstes noch haben. Jetzt kommt Beerdigung und Darmkrebs. Ja, genau. Ja, sehr schön. Ja. Krebs ist auch mal ein schönes Thema, irgendwie sowas. Naja, also ich habe damals, als ich in so eine Art homosexuelles, bescheuertes Coming-out hatte, war ich ein wenig enttäuscht von der Realität. Könnte jemand eine Nadel fallen lassen? Die hören dir jetzt zu. Ja. Und dann, stattgefunden hat das in Südwestfalen damals, ungefähr 1991, glaube ich, war das. Und ich war umringt von Evangelikalen, also Urchristen und Zeugen Jehovas und Neuapostolen und so weiter. Und dann hatte ich da ein Coming-out, so zum ersten Mal in 8000 Jahre Menschheitsgeschichte da und so weiter, bla bla bla. Und dann war das, was man dann sehen konnte, es gab noch kein Internet übrigens, war dann halt einfach irgendwie Leute, die da hängen geblieben sind in dem Ort, ne, also so total
stellte Schwule, denen man das Leid so ansah, die waren traurig und verrückt und hatten Macken und so. Und da habe ich gedacht, Junge, das ist ja toll. Meine Hoffnung war ein bisschen eine andere. Ich dachte, das sind einfach hyperintelligente, gut aussehende, revolutionäre Leute, die einfach was bewegen und die solidarisch sind mit Geflüchteten und weiß ich nicht und so. War nicht so und komme ich jetzt zum Punkt. Und dann habe ich gedacht, okay, das Öde, versuche ich es mal mit Damen-Oberbekleidung. Und so weiter, ja. So kam das. Damen-Oberbekleidung nimmst du deinen Beruf, ja? Ja, damals könnte man das durchaus so, ja. Und du arbeitest jetzt als Dekorateuse im Schwutz der größte queere Club Berlins. Ja. Gut, und Ingeborg, bei dir, warum war bei dir auf einmal der Das war toll, das war in der DDR, erzähl mal. Nee, das soll die erzählen, du. Ihr seid wie meine Eltern. Wenn ich meinen Vater was frage, antwortet auch mal meine Mutter. Das kann doch nicht wahr sein. Da freut sich Martin. Ja. Bevor du antwortest, Schweigefuchs, musst du immer aufstehen, wenn du was erzählst? Ja. Das finde ich befremdlich. Muss ich aber. Musst du? Ja. Weil das ist eine Inselbegabung, oder? Nee, ich hätte es Macke genannt, ehrlich gesagt, ja? Aber muss ich. Also wenn ich wirklich was von mir erzählen soll, dann möchte ich dahin gehen, wo das nicht mehr so blendet. Gut, wunderbar. Weiter geht's mit Ingeborg. Was war die Frage? Weiß ich nicht mehr, genau. DDR, Schweinekombinat, schwul. Genau. Ja. Nee, ich war eher eine Spätzünderin, was das angeht. Ich habe damals in London gelebt und einen jungen Herrn kennengelernt, der jetzt auch gerne in Frauenkleidern rumrennt. Und wir hatten sozusagen unser Travestie-Coming-out zusammen, nachdem wir dreimal im Kino Priscilla, Queen of the Desert gesehen haben, natürlich. Natürlich, ist ja klar. Dann fing es an auf so Privatpartys, dass man sich irgendwie was angezogen hat, was irgendwie passte von Humana Second Hand. Damals ist man auch noch in die Drogerie gegangen, um sich Chicago Lidschatten zu klauen. Das mache ich ja heute nicht mehr. Ne? Ja. Ich auch. Ja, ne? Ich glaub, das konnte keiner leisten. Irgendwie. Was hat das gekostet? 3 Mark oder so? Ne? Das war die Hölle. Ja. Genau, dann fing das so im privaten Rahmen an und ging dann über Abi-Abschlussfeiern relativ schnell dann irgendwie vonstatten und so weiter und so fort. Also so Mitte, Ende der 90er, also auch schon 20 Jahre. Gut, ja. Und ich sehe trotzdem so aus. Sieht trotzdem so aus wie ein geschminkter Mann, ne? Ja. Das liegt daran, ich war früher Kugelstoßerin, weißt du, das ist so einfach so drin irgendwie so, das muss so ein bisschen maskulin sein. Ne? Ich mag das ja an dir. Wie war denn das bei dir, Darling, eigentlich? War es Kompensation, war es was Sexuelles? Das war nichts Sexuelles, das war tatsächlich einfach nur Geltungsdrang. Geltungsdrang, ich wollte unbedingt einfach bewundert und begehrt werden. Und ich habe schon immer Frauenkleider getragen. Schon als kleines Kind habe ich die Kleider meiner Mutter angezogen. Natürlich. Beugst du die Geschichte im Interesse deiner... verfolgt. Fängst du gerade an, meine Show zu moderieren? Nein, überhaupt nicht. Dann, du hast mir Rederecht erteilt. Ich habe den Rede... Das habe ich dir jetzt gerade wieder an, das reden wir auch halt. Ne? Das ist wirklich mit so zwei Transvestiten. Ich habe sonst halt immer nur so schüchterne Blogger oder unwichtige Menschen. Ja. Die, mit denen kann man alles machen. Aber ihr seid schon sehr schwierig zu jonglieren, muss ich sagen. Ja? Aber es macht mir noch Freude, aber wir müssen mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Gefällt euch die Show bislang? Ja? Dann ist doch gut. So, Martin. Wir haben es 0:22. Der zweite Teil wird viel länger als der hier. Von daher, ich würde jetzt erstmal Pause machen kurz. Ach so, ja. Ja, weil wir haben so viel vor noch. Wir haben noch so viel vor. Wir gehen jetzt in die Pause, ihr süßen Mäuse. Wer rauchen muss oder möchte oder soll oder kann, leider alle 6 Stockwerke runtergehen. Oh. Und dann gibt es da unten einen wunderbaren Raucherbereich, ganz frisch angelegt, der heißt die Straße. Da kann man sich dann hinstellen und den ganzen wartenden Menschen am Mustafas Kebab zu gucken, wie sie anstehen. Genau, wir hätten gerne 2 oder 3 Gemüse. Ja, wir nehmen gerne noch 3 Gemüsekebabs. Und dann sehen wir uns in 20 Minuten wieder. Bis dahin, bye! Thank you.
Der ist die Kulturexperte. Ich habe die Generation nach der Ausmachdauer.
Thank you.
Der zweite Teil dieser Abendunterhaltung beginnt in wenigen Minuten, deshalb gehen Sie vorher bitte nochmal auf die Toilette und holen sich ein Kaltgetränk. Achtung, ich wiederhole, der zweite Teil dieser Show geht in wenigen Minuten weiter. Willkommen zum zweiten Teil von Paillette geht immer, hier im DKA-Theater. Mein Name ist auch jetzt Jessica Parker. Ich freue mich, dass so viele geblieben sind, trotz meiner Stargästinnen. Vielen Dank. Da sind gerade noch welche rauchen gegangen, habe ich gerade gesehen. Die lassen wir nicht mehr rein. Uwe Berger, schließt bitte die Tür ab, dass die nicht mehr rein dürfen. Wenn die kurz vorm zweiten Teil einfach rauchen gehen, sind doch voll Opfer, ey, ganz ehrlich. Na gut, ich hol euch gleich auf die Bühne, Inge. Meine Güte. Furchtbar. Ich erinnere euch gerne an die Zettel. Jetzt erkläre ich das nochmal ganz kurz. Ihr habt Zettel auf euren Tischen. Bitte schreibt Fragen auf für meine Stargästinnen. Und jetzt nicht so was Langweiliges wie, was macht ihr irgendwie morgens nach dem Aufstehen als erstes Kaffee trinken oder scheißen, sondern irgendwie eher so was anderes wie,
Durchfallerlebnisse oder warum Inge Borg in der Schweinemastanlage in Berlin gearbeitet hat, also solche Sachen. Was halt so interessiert unter der Gürtellinie, möchte ich mal sagen. Da würde ich mich sehr freuen. Was denn? Du hast ein schönes Durchfallerlebnis, toll, da freue ich mich. Ich liebe Durchfall. Gut, wunderbar, dann können wir jetzt starten. Ein Applaus für meine Stargästinnen Inge Borg und Gisela Sommer. Du hast ein schönes Durchfallerlebnis, damit möchte ich jetzt gerne den zweiten Teil starten. Erzähl doch mal. Ja. Ja, Fäkalhumor geht ja immer. Natürlich, gerade bei mir. Ja. Okay, das war so. Also sagen wir mal, ich war im Urlaub in Spanien, aber mehr so ein bisschen hinfliegen und mal gucken mäßig. Ne? Ja. Irgendwie Rucksack, schwitzen und so, überfordert sein, keine Ahnung. Also so. Wie jetzt gerade. So wie jetzt gerade, ja. So genau. Und dann haben wir dann irgendwie dann mal eine dieser Nächte haben wir dann verbracht, so in Strandnähe auf so einer Anhöhe, wo sowas ähnliches wie eine trockene Wiese war. Und da haben wir dann im Zelt da gedarbt und nicht schlafen können und so weiter. Und dann bin ich recht früh morgens aufgewacht und hatte dann, ich weiß nicht, das kennen Sie vielleicht, man so einen gewissen Druck einfach, ne? Wenn man dann denkt, oh ja, es ja. geht demnächst los. Ich sollte jetzt losgehen und mich irgendwie vom Zelt entfernen. War dann so, ja, ne? Ich dachte ja. zunächst, das war würde nur unten Sprühscheiße oder so, wurde eines Besseren belehrt dann irgendwie. Und dann habe ich es dann irgendwie gerade noch um den Hang rum geschafft, meine Damen und Herren, und ömmel meine Hose so runter irgendwie so und stelle dann fest, das war gerade rechtzeitig und es kommt auch vorne raus. Und dann hatte ich in Spanien In Spanien am Hang hatte ich Brechdurchfall sozusagen und machte also wirklich, das war Gott erbarmmäßig und so weiter. Und in dem Moment wende ich den Kopf so rüber, während das alles so rausplattert irgendwie so. Und ja, und sehe dann, dass um die Ecke da ein Apartment-Hochhaus direkt steht und ich bereits Towngäste hatte am Morgen in Spanien. War das eine gute Durchfallgeschichte? Ja, war wunderbar. Also, vielen Dank. Ja, danke, dass du deine Erlebnisse mit uns teilst. Ja, also immer gerne. Ja. Passierte das öfter, so spontan, Stuhlgang? Ich könnte jetzt noch eins oben drauf setzen. Ich auch. Also, ja. Echt, ja? Mach du mal. Ich habe 7, 8 Geschichten auf Lager, aber das kennen die alle schon. Ach so. Machen wir nachher, wenn die besoffen sind, ja? Ja, ist ganz interessant, es hat mit einer Enddarm-OP zu tun. Übrigens, super, so. Eine sehr schwule Geschichte. Gut, dann bitte schreibt auf den Zettel die Enddarm-OP-Geschichte und dann erzählen wir es dann gleich nochmal bei dem Spiel mit dem Zettel. Könnten wir vielleicht noch einen kleinen Schluck Sekt vielleicht? Ach so, ja, gerne natürlich. Und lieber Felix an der Bar, wir hätten gerne noch 3 Wodken, wenn das möglich wäre, ja? Ja. So. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wie, du trinkst keinen Wodka mehr? Entschuldigung mal bitte, wie du aussiehst, du musst doch nur Wodka trinken. Aber es ist schon so spät. Es ist schon so spät, das verstehe ich natürlich. Wir müssen ja noch fahren und so. Hast du ein Auto? Taxi. Also, gut, bevor das... Ich muss erst mal einen Schluck trinken, warte mal. Ganz kurz. Ich habe ein Spiel für euch mitgebracht. Wir brauchen dafür 3 Menschen aus dem Publikum, die interessiert sind, Bingo mit uns zu spielen. Eine ganz, ganz kurze Bingo-Runde. Ja. Martin, der nickt schon ganz verführerisch. Jurassica, beziehe mich, denn Ehemann sitzt da am Tresen. Ich habe heute, das war eine Idee von meinem Ehemann, das erste Mal ein Bingo mitgebracht, und zwar ein Elnett-Bingo. Pass mal auf, hier. Da stellt sich natürlich gleich die Frage. Ich sammle ja seit 6 Jahren Elnett-Flaschen. Warum? Weiß ich nicht genau. Ich glaube, jeder braucht ein krudes Hobby. Und ich habe das. Das ist nur ein Bruchteil von den Flaschen, die ich zu Hause lagere. Das sind jetzt 30 Elnett-Flaschen. Ich habe mindestens noch 3-mal so viel zu Hause. Ich liebe das einfach. Und mein Traum ist ja, irgendwann mal ein Fotoshooting zu machen, wo ich in so einem riesigen Swimmingpool voller Elnett-Flaschen liege. Das ist so mein Traum. Ja. Dauert noch ein paar Jahre. Ach, Felix. Kommt auf den Pool an. Dankeschön. Oh, Gott, so. Toll, endlich Schnaps. Gibt es denn im Pool? Wir müssen erst mal Danke. Kurz Schnaps trinken. Bitte ganz kurz, Schweige Fuchs. Oder Schweige Einhorn. So, genau. Ja. liebe Jurassica, toll. Schön, dass Sie hier sein. Danke. Ich freue mich sehr, heute ist Ades Habel zu Gast. Ades Habel, der große Star vom WKA-Theater.
vorher noch gespielt. Ah, das ist mein Schatz, du hast vorher noch heute hier gespielt? Ja. Ja, Wilde Weiber? Genau, richtig, zum letzten Mal heute. Also jedenfalls erstmal in diesem Jahr. Ja. Ach so, das Jahr ist doch noch erst ganz frisch angebrochen. Ja, aber da spielen wir ja wieder andere Sachen dann. Was spielt als nächstes? Fly, Edith Fly. Oh, vom schön. Vom Ballermann zum BR. Ja, ja. Dann viel Freude dabei. Danke. Viel Freude bei meiner Show. Ja, das gefällt dir bislang. Mir sehr gut. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10. Du hast zwei sehr lustige Transvestiten eingeladen. Ja, finde ich jetzt nicht. Ich würde mal sagen, ich gebe eine 9. Eine 9? Ja, da freue ich mich. Ja. Dankeschön. So. Dann gehe ich auch mal zu einer Ades-Show, oder? So. Ich stelle diese Flaschen hier hin. Auf jeder Flasche ist eine Nummer auf dem Boden aufgezeichnet. Gibt es drei Homosexuelle oder vielleicht sogar Frauen, die mitmachen möchten? Es gibt ja Dinge zu gewinnen. Soll ich erstmal die Gewinne sagen? Ja, bitte. Und zwar, der Trostpreis ist ein Ejakulationsverzögerungsspray. Ja. Ja. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Da steht drauf... ist ein Verzögerungsserum für den Mann zum längeren Genuss, reduziert die Empfindsamkeit, nicht das Empfinden. Was auch immer, verstehe ich nicht genau. Das Serum steigert die Geschmeidigkeit, legt sich als Schutzfilm über den Penis und kann dadurch die Empfindsamkeit reduzieren, ohne zu betäuben. Ideal in Kombination mit allen Pure-Gleitmitteln. Gut, das habe ich hier. Dann der zweite Preis, eine Nylonstrumpfhose von Rossmann. Die bitte live auf der Bühne anziehen. Wäre süß, Martin, ja, wenn du vielleicht Zweiter werden würdest. Und der erste Preis... Der erste Preis, meine Damen und Herren und Mischgeschlechter, ist ein Umschlag mit einem Kussmund von mir heute noch Nachmittag raufgeküsst. Das ist ein Ticket für die Seilbahn in Barcelona. Ja, weil da waren wir nämlich ja neulich wegen der Kreuzfahrt. Wir haben das gekauft für zwei Personen, aber wir wollten keine 70 Minuten anstehen. Also haben wir es jetzt mitgenommen nach Berlin. Wenn, das ist 90 Tage gültig. Wenn irgendjemand nach Barcelona will, die nächsten 90 Tage, hier ist ein Ticket, ist irgendwie 40 Euro wert oder irgendwas, ne, Klausi? 400, weiß man nicht. Das ist der erste Preis. So, gibt es denn Menschen im Publikum, die jetzt gerne mit uns Bingo spielen möchten? Hände hoch, Freiwillige vor, ansonsten wähle ich aus. Martin, komm her, komm. Gibt es noch jemanden? Ja, da die Dame da hinten im weißen Pulli. Und einen dritten noch. Na komm, sonst wähle ich aus. Daniel. Oh, das ist der andere mit den schönen Zähnen. Komm her. Schön. Toll. Setzt euch da mal im Schneidersitz da vorne hin. Ich habe heute... zu Hause auch so Bingo-Zettel gestaltet. Hast du Tutorial geguckt? Guck mal, ist das süß gestaltet, dreifarbig? Ich verteile die einfach mal. Wir brauchen jetzt noch drei Stifte, bitte. Könnt ihr bitte eure Stifte? Wir brauchen drei Stifte von den Tischen, wenn das möglich wäre. Kann man auch gerne werfen. Dankeschön. So, wisst ihr, wie Bingo funktioniert? Ja, wisst ihr das? Die beiden Transvestiten, die ziehen jetzt Zahlen. Und wenn ihr... vier Zahlen einer Reihe oder auch diagonal habt. Ja, das müssen wir ansagen. Ne? Ach so. Wir spielen vielleicht ein Muster, würde ich sagen. Ne? Vielleicht was Einfaches. Was Einfaches. Wir machen was Einfaches. Die oberste Reihe waagerecht, meine Damen und Herren. Oberste Reihe waagerecht. Ach so. Also das wären diese vier Zahlen. Nee, man muss ein bisschen eingrenzen. Ne? Ach so. Ansonsten sitzen wir nächste Woche noch. Dauert das ja ewig. Was? Nee, ewig nicht. Okay, ihr seid die Fachfrauen. Oberste Reihe waagerecht. Oberste, ne? Setzt euch bitte wieder hin, weil sonst natürlich, fängt es die Kamera nicht aus. Ach so, habt ihr das so verstanden? Also bei dir wäre das umdrehen, mein Schatz, du dummes kleines Huhn. 1592, bei dir wäre es 21258 und bei dir 16849. Genau, ja. Also ich ziehe jetzt, sage die Zahl, Gisela wiederholt sie, damit ihr sie wirklich hört auch. Ja, damit das so einsickert auch. Ne? Wenn ihr die Zahl habt in der obersten Reihe, dann wird die durchgestrichen oder gekreuzt oder so. Und wenn die oberste Reihe komplett ist sozusagen, dann ruft ihr laut Bingo. Und dann geht's weiter. Ja, dann kriegt ihr einen dieser schönen. In welcher Reihenfolge die Preise? Naja, die erste, der Bingo-Ruf bekommt die Barcelona-Fahrt. Und dann die zweiten, die können sich aussuchen, was sie wollen. Ich möchte gerne, dass Martin die Strumpfhose anzieht. So. Das heißt, die junge Dame kriegt das Penisspray. Ist das okay genau für dich? Genau. Du hast ja. Schatz. Das kannst du bestimmt nachher noch verkaufen hier. Wie heißt du eigentlich? Jasmina? Jasmina? Ja? Hast du einen Freund? Ja. Gut, hat der Probleme mit der vorzeitigen Ejakulation? Ja. Noch nicht. Noch nicht? Noch nicht.
kann ja noch kommen, ne? Das Walter. Ihr seid doch noch nicht so lange zusammen. Ja. Also ah, fünf Jahre zusammen. Aber ihr hattet noch keinen Sex. Bitte? Wirklich wahr? Du hebst dich auf. Oh Gottes Willen. Aber kennst du schon die Penisgröße vielleicht? Sie ist sehr peinlich berührt. Fangt jetzt einfach mal an. Okay, wir starten. Ich erzähle, das ist die 24, nehme ich mal an. Ja. Das ist so eine komische Handschrift. 24. 21. 21. 12. Die 12. Die 30. Die 30. Die 20. 20. Die 16. 16. Das ist, ich nehme mal an, die 9. Die 9, die 9. 9 durchstreichen, ja. 25. 25. 25. Oh, ist das spannend. Also, 23. 23. 23. Die 4. Die 4. 4. Du musst abkreuzen, Mann. Den 11, meine Damen und Herren. Den 11, meine Damen und Herren. Wahnsinn. Also am SU36 würden Sie jetzt die Tische umwerfen oder darauf springen. Nee, das wollen wir Nachbarn nicht. Küssen und so. Wir sind ja hier in Kreuzberg 61, da macht man sowas nicht. Gediegen. 17. Die 17. 17. Normaler halt, die 3. Die 3. Die 3. Die 19. 19. 19. Mein Sessel ist voll. Die 18. Die 18. die 28. 28. 28. Die 8. Die 8. 8. Die 22. 22. 22. Die 7. 7. Die 10. Die 10. Martin braucht nur noch die 14. Bitte 15. Zieht keine 14. 15. 15. Fast. 13. 13. Oh Gott, spannend. Ich schwitze so. 27. 27. 27. 14. 14. Oh. So, Martin, das tut mir jetzt sehr leid, du hast die Barcelona-Fahrt gewonnen, ohne Reise nach Barcelona, aber dafür mit der Gondel herzlichen Glückwunsch. Ja? Du darfst dich gerne wieder ins Publikum setzen, mein Schatz. So, weiter geht's. Jetzt geht's. Ich habe jetzt schon nein. Das naja, wir wollen ja noch die anderen Preise haben. Aber das war doch klar, dass die junge Dame das Penis-Spray bekommt. So, was spielen wir jetzt? Die hatten wir eh schon alle. Irgendwie. Ich habe das jetzt wieder reingeworfen. Was spielen wir? Achso. Sieben hatten wir schon, sieben. Oder? Ja, die 5. Die 5. Die 6. Die 6. 26. 26. Spannung steigt ins Unermessliche. Die 1. Die 1, ja. Oh. Oh Gott. Und? Nein. Die 8 hatten wir auch schon. 29. 29. 15 hatten wir auch schon. 15. 13 hatten wir schon, ja. Die 10. Die 10. Die 10. 19. 19. Aber noch 3, die 9 hat auch schon. Die 14 hat auch schon. Und die 10. Und die 2. Die 2. Die 2. Bingo. Ja. So, wunderbar. Also, dann der dritte Preis. Das Verzögerungsspray für deinen Freund. Ist dein Freund heute hier? Ja, welcher ist denn das? Ah, da winkt das schon ganz süß. Wie heißt der denn? Paul. Viel Spaß. Ja? Kannst du richtig schön lange ficken. Ja? So, du darfst gerne von der Bühne gehen. Nimm das alles mit. Daniel, du hast jetzt hier eine Strumpfhose. Ja. Gisela hat da immer so einen Satz vorbereitet fürs Bingo. Vielleicht könnt ihr sie den kurz ansagen. Obwohl, naja. Nee, das macht Jurassic. Das macht Jurassic. Na, du kannst gerne die kannst also du eigentlich fordert das Publikum immer ausziehen, weil wir wollen das ja gar nicht, aber... Ja, wir wollen das schon. Ja, also man diffamiert ja gerne Menschen auf der Bühne. Man kann ruhig applaudieren, oh, guck schon, mal hier, ne? Hallo! Wissen deine Eltern das? Guck mal hier. Haben deine Eltern Internet? Setz dich hier mal hin. Hast du schon mal eine Strumpfhose angezogen, mein Schatz? Nein. Nein. Dann bitte, können wir ein bisschen sexy Musik dazu haben?
Ja. Das ist jetzt nicht so sexy. So. Aber es war Musik, immerhin. Auch süß mit den Socken da drunter. Ne? Du hast sehr haarige Beine. Aber sie. Oh, guck doch mal, wie süß der das macht, der Daniel. Ja, hallo. Toll. Das bleibt für immer im Internet. Tut mir leid, ne? Das verdeckt auch gut die Krampfadern. Wo arbeitest du? Student. Du bist Student, ja, dann ist ja nicht schlimm, meine Güte. Wenn deine zukünftigen Arbeitgeber dich googeln, dann finden die das. Ist kein Problem. Guck mal hier. Das ist Diversity Management dann eigentlich. Ja. Du darfst sie gerne dann auch anbehalten, ja, unter der Hose. Das macht ein richtig geiles kalt Gefühl. Ja, vielleicht noch mal einen kleinen Applaus zur Unterstützung. Das macht er hervorragend. Also wirklich. So, jetzt, ja? Ja, guck dir das an, aber das ist schon sehr professionell, oder? Ja, das ist auch. Der Applaus, Daniel, sehr schön. Sehr schön. Dankeschön. An die Bar, lieber Felix, einen Schnaps bitte für Daniel. Ja? Aber einen doppelten. Ich muss ja sagen, ich mag es ja mehr, wenn sie sich so ein bisschen zieren. Ne? Nein, der hat sich gar nicht geziert. Ne? Ach, wir haben noch eine Strumpfhose in der Packung. Oh. Naja, zufälligerweise ist sein Freund auch da. Oh, der möchte auch gerne. Also meine Damen und Herren, also so rasant findet das Kiezbingo statt. Ich glaube, wir haben alle überzeugt. am 14. Mai ins SO 36 zu kommen. Gibt es denn schon Fragen auf Zetteln, die geschrieben wurden? Haben denn Menschen Fragen gestellt auf Zetteln? Mal so ein bisschen die Hände hoch, damit ich so einen Überblick habe, wie lange ich doch überbrücken muss. Soll ich mal rumgehen und sammeln? Das ist ja wirklich ganz wenig nur. Die sind doch so interessant, die zwei, verdammt. Wir reden doch mal so 5 Minuten über belanglose Dinge und dann schreibt ihr bitte noch belanglose Fragen auf. Wäre sehr süß. Ja? Zum Beispiel möchte ich gerne wissen, liebe Ingeborg, die Schweinemastanlage, in der du gearbeitet hast. Das war das Schweinekombinat in Berlin an der Landsberger Allee. Ja. Auf einem Teil davon steht ja jetzt das eine Hotel, das heißt irgendwie Landels oder so. Ist jetzt wirklich eine wahre Geschichte. Das ist eine wahre Geschichte. Das Ironie war damals auf. Zu DDR-Zeiten. In den Sommerferien durfte man ja als Schüler in der DDR arbeiten. Und ich war 15 oder 16 und habe da 2 Wochen lang die Schweinewaggons ausgekehrt mit meinem besten Schulfreund damals. Oh ja. Das heißt, die Schweine kamen an im Waggon, der Waggon wurde geöffnet, die Schweine wurden hinausgeleitet zur Schlachtung. Ja. Ingeborg, das Programm war, das war irgendwie sozialistische Jugend in die Produktion. Genau. Ne, oder so. Ja. Das gab es ja auch als Schulfach in der DDR, das hieß PA, produktive Arbeit. Da hat man gelernt, wie man arbeitet. Jedenfalls habe ich das 2 Wochen lang gemacht. Es gab wahnsinnig viel Geld irgendwie für mich. Okay, Ostmark, das war jetzt nicht so viel, aber man konnte Butter kaufen. und gute Strumpfhosen. Und gute Strumpfhosen, ja. Die ich nicht gebraucht habe, die habe ich meiner Mama geschenkt. Aber 2 Wochen lang die Waggons ausgekehrt, das war sehr schön. Und was war da auf dem Boden in den Waggons? Genau, wenn man Glück hatte, waren Sägespäne auf dem Waggonboden. Das hat alles so ein bisschen aufgesaugt, was da von den Schweinen abgelassen wurde. Wenn man Pech hatte, war es einfach Sand. Der hat es zwar aufgenommen, aber einfach Sand. Einfach Sand. Einfach Sand, okay, gut. Also Ostseesand, und der hat das zwar auch aufgesogen, hat aber auch den Geruch abgegeben. Ach süß. Ja. Und hinten auf der anderen Waggonseite, auf der einen Seite war die Tür, auf der anderen Seite war so ein kleiner Seeschlitz und wir sind einmal durchgelaufen, um Luft zu holen. Und haben dann mit dem Auskehren begonnen. Ja. Das, 2 Wochen lang in den Sommerferien, das heißt bei 30 Grad im Schatten. Schweinewaggon. Ja, gut, dann versteht und man jetzt auch. Und irgendwann kam das mit der Travestie, ja? Genau, ganz ja, einfach. Ja, wollte gerade sagen, das hat sich ja dann bedingt, ne? Gegenseitig, ja. Viel schwitzen und stinken. Süß. Wie komme ich jetzt mit Überleitungen? Kurz überlegen, Jurassica-Überleitung. Ach ja, Zettel einsammeln. Zettel, wie wäre es denn, Gisela, wenn du Zettel einsammelst? Sehr gern, sehr gern, ja? Sehr gern. Du stehst ja sowieso sehr gerne gleich auf. Ja, eben, eben. Und die gebe ich dir dann. Sammel erstmal alle ein.
Du willst doch nicht immer hoch und runter laufen, verdammt. Nee, das ist langweilig, das gebe ich dir. Nein. Nee, ganz wertneutral hier. Gisela Knüll, die zusammenläuft in die Ecke. Die nervt manchmal. Oder die will immer im Vordergrund sein. Ich habe mich daran gewöhnt. Dankeschön. Ja. So, wer hat noch hier? Ach, wir kennen uns ja auch kaum 20 Jahre. Von wer noch? Handzeichen? Ah ja. Habt ihr hier vorne auch Zettel, sehe ich gerade noch. Danke. Ja? Könnt ihr mir einfach geben. Gisela hat euch ja nicht gesehen. Danke. Oh Gott. Martin. Hat schon abgegeben, ja. Gut, zwei wunderbar. Zettel gleich. Ach, wer ist denn das da eigentlich? Oh, warte mal. Oh Gott, das wäre... Ach, Jurassic. Wer bist du denn? Ich bin der Julian. Julian, bist du homosexuell? Nein. Hat noch jemand hier? Der gehört dir. Oh. Wer bist du? Junia. Julia? Junia. Junia. Und da wurde gleich der Arm ausgefahren. Schweige, Fuchs. Naja. Und wie lange seid ihr schon zusammen? Ihr seid gar nicht zusammen. Ja? Halbes Jahr. Halb? Okay, also dann fickt ihr jeden Tag im Moment, oder? Ja. Also er würde gerne, aber man weiß nicht genau. Gut. Brauchst du ein Verzögerungsspray? Ich habe noch eins da. Ja? Warte mal, ich habe noch eins da. Ich habe noch eins da. Kannst du fangen? Weil ich kann nicht werfen, ich bin schwul. Warte mal. Guck mal hier. Ja, toll. Ach. So. Jurassic, hast du jemals irgendwie so erhoben, wie viele homosexuelle, lesbische oder heterosexuelle Personen da sind hier? In meiner Show? In deiner Show? Interessiert mich auch überhaupt nicht. So. Hauptsache der Eintritt wurde gezahlt. Hauptsache der Eintritt wird bezahlt, genau. Ja. So sieht's aus. Ich sammle keine Spenden. Geht alles auf mein Konto. Ja. So. Könnte ich noch ein Glas Sekt bekommen? Ja. Ach so, ich, Felix... Felix, ich brauche unbedingt noch ein kleines Glas Wasser, wenn das möglich wäre. Ich habe so einen trockenen Mund. Danke. Da ist bestimmt in den Blumen was drin, das kannst du auch nehmen. Die Blumen sind unecht. Au. So, danke. Ich habe so einen Durst. Du bist so maßlos. Ich liebe Vasen. Oh, lecker Wasser. So, los geht es mit meinem beliebten Spiel, was jetzt gerade gar nicht läuft. Warum denn nicht? Sven, hast du wieder alles kaputt gemacht? Warte mal. Guck mal hier. Ich möchte doch das gerne haben. Wahrheit oder Wahrheit? Ah. Was ist die schönste Kiez-Bingo-Kack-Geschichte? Kackgeschichte? Also da habt ihr jetzt irgendwas missverstanden. Also beim Kiezbingo sind schon sehr interessante Dinge passiert, aber auf der Bühne kacken bisher noch nicht, ehrlich gesagt. Schade so, eigentlich. Ja. Ich merke mir das, ich mache das beim nächsten Mal. Ja, gerne. Ich lade mich gerne ein, ich bin da für YouTube mit dabei mit der Kamera. Ja. Ja. Weißt du, ich mache auch gerade eine Antibiose, das geht also wirklich ratzfatz. Gerne. Ja, was bewundert ihr jeweils an den beiden anderen? Mindestens zwei Dinge. Das wird schwer. Oh, das hat die richtige Größe für diese Frage. was? Also ich bewundere... Bewundern ist jetzt... Schwierig, ne? Also ich bewundere deinen Mut. Mit dir so lange aufzutreten, ne? Man muss dazu sagen... Dass du einfach so rausgehst irgendwie mit diesem... Ding an und sagt, hey, das von H&M, das, ja. Das ist alles, was ich habe, aber es ist meins. Gut, danke. Also wir bewundern das wirklich, dass wir das so lange zusammen ausgehalten haben. So, wir machen das seit wie vielen Jahren? Alles? 13. Bingo, seit 13 haben wir vorher schon Shows moderiert zusammen. Ja. Ja, ja. Das heißt, sagen wir mal, seit 17 Jahren zusammen auf Bühnen. Ja, ja. Welchen und ich bewundere uns beide dafür, dass wir das irgendwie ausgehalten haben. Ne? Ich würde jetzt mal sagen, so richtig einfache Charaktere sind wir alle nicht. Ne? Egal, haben wir beantwortet, glaube ich. War jetzt sehr langatmig. Ja. Welchen Tipp würdet ihr heutigen jungen Transvestitinnen geben? Hör auf damit. Genau, hör auf damit. Hör auf damit, Drag Race zu gucken. Das ist scheiße. Oder mach Abitur nach. Genau. Lern was Ordentliches und dann
So wie wir, ne? Welcher B- bis Z-Promi wäret ihr am liebsten, wenn ihr einer sein müsstet? Müsstet ist unterstrichen mit Ausrufezeichen. Ich kenne gar niemanden. Ich glaube, ich wäre gern Biggie. Wer? Biggie ist dünn. Ihr kennt auch mich zum Beispiel auch. Du bist, dachte, du bist dachte, aber ein bisschen dicker Promis als Biggie. Ja. Ich weiß nicht, Hannelore Elsner, die hat es hinter sich. vielleicht auch, ich weiß nicht genau. Manchmal wäre ich gerne Moritz Bleibtreu, dann würde ich von der Brücke springen, weil der ein Arschloch ist. Aber ach ja, kennst du den persönlich? Einmal kennengelernt und der war böse zu mir. Ja, warum? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich hätte kein Talent. Da hatte er recht, aber deswegen war es so verletzend. Eine Frage an Martin. Oh. Oh. Martin, wie lautet dein Geromeo-Profilname? Ich habe im Moment keins. Im Moment, weil du bist gerade liiert und da hast du kein Profil, sondern nur ein Profil, was niemand kennt, richtig? Nee, ich habe wirklich... Ja, alles klar, gut. Wunderbar. Das heißt aber, du bist bei Grindr oder Crowl oder... Baerbeck City, ne? Ja, ja. Ja, ja. Wie hieß denn dein letztes Profil, das Ficken-Profil jetzt? Peppy. Euer peinlichstes Transvestitenerlebnis außer heute, in Klammern, vielen Dank. Ja. Oh ja. Aber gab es so viele, ich habe das alles verdrängt. Ich bin mal gebucht worden vor Gott sei Dank so vielen Jahren, dass die Erinnerung weggedriftet ist und so. Irgendwie bin ich aufgetreten bei Beate Use TV. Jetzt könnte was? So ein Raunen oder so durchgehen. Ne? Also bis dahin war ich irgendwie die Speerspitze, ne, Queerfeminismus, alles die richtig steht wieder und auf so weiter. Ja, okay. Und so, bla 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 bla. Und dann Beate Use TV. Und dann gab's da, wurde eine Serie produziert, die ist Gute Mädchen, Böse Mädchen. Und da bin ich da so hin dann an das Set und da waren halt dann so drei so Damen, die gewohnheitsmäßig ihre gemachten, das war ganz, ganz grauenerregend. Was hast du da gemacht? Ich sollte eine Burlesque-Trainerin geben. ja, genau. Alles klar, die hatten eine Ahnung von dem, was du machst. Recht, ja. Die kannten mich einfach. Und das war so hagelschlimm. Aber weil da die Produktionsfirma in der Schweiz sitzt, haben sie einfach noch mehr Gage bezahlt. Und ich habe noch nie so viel Geld für Travestie verdient. Und davon zehrst du immer noch? Das habe ich immer noch auf der hohen Kante. Auf der hohen Kante für schlechte Zeiten. Ich habe den Film übrigens auch auf meinem Rechner. Ich kann den gerne mal weitermachen. Gerne! So, Ingeborg. Ja? Isst du heute noch Schweinefleisch? Natürlich. Wahrscheinlich nicht, weil ich schon habe. Heute noch? Also ich habe schon gegessen. Von jetzt bis Mitternacht. Nicht stimmt, heute ist ja schon noch der neue Tag. Ach so. Oh. Obwohl heute ist Sonntag, vielleicht eher Hühnchen. Warum seid ihr sogar mit D? Das finde ich. Warum seid ihr zusammengezogen? Richtig geschrieben. Weil sie kein Geld hatte und ich obdachlos war. Na, du hast in so einer schäbigen, in so einem schäbigen Ofenheizungszimmer gewohnt. Ja, das war schlimm. Ich habe gesagt, Gisela, du bist jetzt fast 40. Ja. Komm mal zu mich. Martin soll die Nylonstrumpfhose anziehen. Martin, möchtest du das machen? Oh, okay. Hätte ich gar nicht erwartet. Ja, dann komm hoch. Ich zünd mir erstmal eine an. Der Martin, der möchte heiß. Gerne auch Aufmerksamkeit. Der ist wie, zieh Hose ausziehen. Oh, es geht gleich los. Applaus. Applaus für den Hosen ausziehen, Martin. Was die alles machen, ne? Ja, ja. Ach, du trägst so Boxershorts? Ach, das ist ja interessant. Ich kenne ja kaum Schwule, die Boxershorts tragen. Ach so, nee, warte. Aber der schlackert doch immer alles rum. Geht das denn trotzdem? Ne? Na eben deswegen. Ja, das soll halt hängen, ne? Sehr angenehm. Sehr angenehm. Gut, sexy Musik bitte. Du hast keine sexy Musik. Guck mal hier, guck Bonjour. Mal hier. Das erinnert mich an meine Arbeit in der Altenpflege ein bisschen. Das war, ich wollte es nicht sagen. Ja, also die Farbe und doch, das war sehr schön. Lässt du die bitte dann auch an, Martin? Triffst du heute noch deinen Freund danach, den von Geromeum? Nein. Nein? Nein. Nee. Weil? Der ist im Urlaub. Der ist im Urlaub. Oh! Oh. Applaus für die Technik, das war ja grandios. Danke. Naja, nee, aber du musst den Zwickel höher ziehen.
Toll! Ein Applaus für Martin! Applaus! Wie gefällt es dir? Sehr angenehm. Sehr angenehm, ja. Das nennt sich guter Tragekomfort. Ja, 20 Dehnen geht immer, ne? Ja. Das mit Rostkastanienextrakt, das geht, wirkt sich nochmal in die Beine ein und danach hast du keine Krampfadern und nichts. Das ist auch Thrombose-Prophylaxe. Ja, genau. Einen doppelten Schnaps bitte für den Martin noch. Nochmal einen Applaus, das war sehr fair. Das war Danke, Martin. Sehr so. Ja. Ed Ingen. Ingen, ihr meint wahrscheinlich Ingeborg. Ja. Nein. Warum siehst du wie Kalkofer aus? Ja, warum eigentlich? Von wem ist denn diese Frage? Die ist ja. Das ist nichts Neues. Ich höre das, also wenn ich ungeschminkt bin, sehe ich aus wie der Sänger der Princeton. Und geschminkt hat wie Karl Kofer. Finde ich gar nicht, ne? Ich bin auch sein Stand-in-Double da für Licht und so manchmal. Das finde ich süß. An Gisela, inwieweit hat dich der Katholizismus in deiner Homosexualität Oh, das war die falsche Frage. Jetzt steht sie schon wieder ab. Ja. Wie viel Sendezeit haben wir noch? Genau, es gibt jetzt eine kleine Verzögerung. Das dauert nur 3,5 Stunden eventuell, meine Damen und Herren. Irgendwie so. Gisela? Ja, ich setze mich wieder. Ich danke. Die Frage machen wir einfach weg. Das können wir hinterher klären. Gerne, vielleicht im Fahrstuhl. Ja, er fährt so langsam, das reicht. Ich möchte wissen, wer von euch drei Transen am besten AKK sagen kann. AKK. Was? Annegret Kramp-Dingsbums? Das sage ich einfach aus Prinzip nicht. Was war euer peinlichstes Sexerlebnis? Oh. Ingeborg. Ich hatte gar keins, muss ich sagen, aber ich kann mich von einem, von deinem erinnern, was du erzählt hast. Gab es da nicht einen Herrn, der beim Sex die Zähne ziehen wollte? Nein, das war nur virtuell. Ja, wirklich. Da wurde angefragt. Da war mir mal sehr langweilig und ich war desorientiert, da habe ich mich im Internet als 18-jähriger Schwuler ausgegeben und da habe ich gedacht, ich möchte nicht heutzutage ein Coming-out haben müssen. Was da für Anwürfe kamen, und eins davon war irgendwie, hey, komm, ich komm vorbei, irgendwie, ich will dir aber die Zähne ziehen beim Ficken. So, was für Spitze, wer kann da Nein sagen? Gemeint, so, ne? Wirklich. Und es war kein Zahnarzt. Aber jetzt noch das peinliche, echt, nee, lass mir das. Nee, ich würde es gerne hören, Gisela. Komm, sowas. Ich weiß nicht, Sex ist ja so deprimierend insgesamt irgendwie. Ne? Na gut, okay, dann lassen wir es aber bleiben. Online, obwohl, da fällt mir gerade ein. Nein, wollt ihr es hören, dass Sex halt, ja, okay, ja, gut. Gisela, komm. Das peinlichste Sexerlebnis, das ich kenne, hat jemand anderes erlebt, kann ich das sagen? Nein. Ingeborg? Oder nein? Du hast ja keinen Sex. Ich lebe das Leben an der Nonne, ja, eben. Ja. Also bitte. Nee, lass mir das. Nächste Frage. Wie war das nochmal mit dem Streuselkuchen? Was? War da nicht mal jemand, der auch wollte, dass du auf seinen Streuselkuchen ejakulierst? Nee, das hast du. Das hast du geträumt, ja. Nee. Bei mir. Es gibt halt so Anfragen. Es gibt auch, kennst du travesta.de? Nee. Travesta.de ist für DVTs und für Transsexuelle und für Transvestiten. Auch Ingeborg, das ist kein Sexerlebnis. Das ist ja, aber da gab es die Anfragen. Also bei mir wären so sozusagen die Ankerpunkte wären Enya läuft. Ja, oder? Ist das grauenerregend? So Sandlandschaften in so Glas. Nee, lassen wir das. Gut, nächste wir Frage. Machen jetzt einfach mal weiter. Es führt ja zu nichts. Ja. Dann habe ich einen Zettel von durchgestrichen. Online nachschauen, Klammer auf, ein Online-Zettel, Klammer zu. Okay. Ja. Also jemand hat dir per E-Mail eine Frage geschickt. Das interessiert mich nicht. Gisela, wo hast du deine Strumpfhosen her? Oh, süß. Langweilig. Was war das peinlichste WG-Erlebnis in Klammern sexuell? Hatten wir schon. An Ingeborg, trägst du... Das könnte ich aber erzählen, das weißt du noch gar nicht. Ach so, dann erzähl mal. Nein. Ach, jetzt komm doch. Das mit dem LKW-Fahrer oder was? Nein, das war ja harmlos. Da wollte ich mal einen Adventskranz aus einem Autoreifen machen. Wirklich.
So habe ich gedacht, so ganz pfiffig und so gestalten und so, Berlin und so weiter irgendwie. Und ich hatte aber keinen Autoreifen. Und weil ich so sehr homosexuell bin, schon lange auch, irgendwie wusste ich auch gar nicht, wie komme ich an Autoreifen dran. Dann bin ich in das ganz schlimme, schmutzige Internet gegangen. Und dann hat mich da ein Herr aus Mecklenburg-Vorpommern angeschrieben. Und dann habe ich ihm geantwortet, ja, können wir alles machen, sofern du herkommst und einen Autoreifen mitbringst, weil ich einen Adventskranz basteln muss irgendwie. Und dann, was ich nicht gedacht habe, der ist tatsächlich gekommen. Mit dem Reifen. Mit dem Autoreifen? Ja, der ist mit und dem Autoreifen. Und es gab wirklich einen sehr schönen Adventskranz. Und ich meine, ich war daran gewöhnt, dass Sex auch eher sowas ist. Ich traue mich jetzt nicht, nee zu sagen, das wäre ja unhöflich, macht man alles mit. War eher gut, so. Gisela, egal. Bla, setz dich bitte wieder hin, es nervt ja langsam mit dir. Nein. Gott, was sind das für Fragen? Ich habe echt Angst vor meinem Publikum. Ed Jurassica, AIDA heißt auch, abnehmen ist danach angesagt. Dankeschön. An Ingeborg. Ja, aber ich muss wirklich sagen, also warte, ich ziehe die ganze Zeit den Bauch ein. Eigentlich ist mein Bauch so. Sag mal, ist das eine Prothese, das ist so spitz? Das ist ja eine Arschhose. Ah. Also, ja. Oder meinst du meinen Bauch? Nein, hinten war das so rausgestellt. An Ingeborg, trägt veganer Lebensstil zu mehr Fleischeslust bei? Ich bin weder Veganerin noch Vegetarierin, aber ich muss trotzdem arbeiten. Langweilige Frage jetzt. Was findet ihr cool an Berlin? Was findet ihr kacke? Langweilig. An Gisela, dein bestes Taxifahrererlebnis. Im Taxi, ja. Also wenn ihr erlaubt, bleibe ich kurz sitzen. ich weiß nicht, ich habe wirklich so einen Drang, mit Taxifahrern zu sprechen. Nicht nur mit Taxifahrern, mein Schatz. Oh, ja. Oh Gott, du redest ja wie ein Wasserfall. Bitte jetzt weiter. Nee, also da gibt's gar nicht. Also ich rede immer sehr gerne mit denen. Und wenn ich zum Beispiel in Leipzig bin, erkundige ich mich immer über das Fachwissen, über die Stadtgeschichte. Ist meistens nicht so richtig fundiert, aber also, keine Ahnung, was soll ich erzählen? Ich habe nie so ein Sexerlebnis gehabt. Hast du mal Sex mit Taxifahrer? Ja. Ja. Also ich bin fast ein bisschen enttäuscht, warum mir das nie mal angetragen das wurde. Das passiert aber, mir aber auch gar nicht mehr. Mir ist das früher, als ich noch ganz jung transvestit war, wahrscheinlich sagen, weil ich jung war, da wurde mir dauernd Sex angeboten im Taxi. So, hast du vorne gesessen oder hinten? Nee, hinten, immer hinten. Aber mir wurde immer Sex angeboten, da muss ich nicht bezahlen, dann, dass man im Busch geht und dann blasen und... Und hast du mal? Und ich habe einmal, habe ich einem auf dem Vordersitz einen runtergeholt. Aber es ist schon wirklich Jahre her, Klaus. Also Jahre her. Handentspannung, ja. So. Was hättest du sonst zahlen müssen? Weiß ich doch nicht mehr, keine Ahnung. 5 Euro oder Kurzstrecke oder... Da habe ich in der Hagelberger Straße gewohnt. Was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Sag mal, habe ich irgendwie... Was sind das für Bekloppte im Publikum? Ja, ich muss auch sagen... Ich glaube, das sind unsere Freunde. So. ihr habt euer Leben nicht im Griff. Ich habe hier auch ganz viele Zettel mit so Penis drauf. Wow, Peniszeichnung. So, weiter geht's. Penis. Größe oder Technik? Beides, ne? Beides wäre schön, aber im Zweifelsfall immer die Größe. Größe reicht eigentlich, das stimmt, ja. Inge, bei dir? Ja, Größe. Ich hab's nicht so mit Technik. Also nee, bei dir ist doch eher Frühstück oder ja. So, ne? Ja. Wurdest du als Kind geschlagen? Nein. Gisela hat gelacht, weil sie mich geschlagen hat. Nein, hab ich gesehen. Nein, ich wurde nicht geschlagen. Geber oder Nehmer? Oh. Es geht um unsafen Sex, ne? Ich weiß nicht genau. Doch, ja. Da geht es um den Arsch reinspritzen. Ja, oder ja. Rezeptiv, okay. Donativ. Also sagen wir mal kurz gesagt, ich führe seit circa 4 Jahren das Leben einer Heiligen. Vorher war ich empfangend. Wurdest du schon einmal von einem großen C-Anal befriedigt? Von was? Wurdest du... Was ist denn hier schon wieder los? Wurdest du schon einmal von einem großen C befriedigt? Ich ja, Ausrufezeichen. Oh.
Size Does Matter, eventuell, als ich schon entschlafen war. Wie kann man denn bitte von einem großen Zeh befriedigt werden? Es gibt ja auch so Hammer-Zehen, ne? Gibt's auch. Gerade in der Travestie, ja. Ne? So, hattet ihr schon einmal ein Problem mit der Polizei? Ja. Was für eins? Oh, welches solches? Ich bin einmal, wollte ich wirklich so richtig das Gute tun, da sollte der größte Nazi-Aufmarsch bis dahin in Leipzig stattfinden, am Völkerschleißdenkmal. Und dann habe ich gedacht, in meiner grenzenlosen Naivität, ich fahre da einfach hin und irgendjemand organisiert den Busplatz und so. Und dann bin ich dahin und dann bin ich eingekesselt worden und mit einem Wasserwerfer beschossen worden. Und als ich zurück nach Berlin kam, bin ich einkassiert worden in die Sammelstelle Tempelhof und zwar mit Bus. Und dann standen schon so Bullen mit Kampfmontur und so weiter bei uns im Bus und so weiter irgendwie. Und da kam tatsächlich eine junge Polizistin, so eine Bullin dann an, hat gesagt, hey, ich bin die Gabi, bleib mal hinter mir, weil die Jungs sind echt kacke hier. Und die waren mega übergriffig, gewalttätig. Wie lange dauert denn die Geschichte noch? Das ist doch aber eine tragische und echte Geschichte. Ach so, Entschuldigung. Naja, sagen wir mal Punkt. Aber das war sehr, sehr besonders und hat jetzt nicht so richtig mein Vertrauen in die Struktur gefördert. Aber du hast denunziert! Ja, fast. Ich bin. Ja. Der trägt gerade Strumpfhosen, der ist nicht mehr zurechnungsfähig. Nein, das holt das Bessere aus. Immer an den Zwickeldenken, ja. Oh, ja, man redet auch mehr. Welchen Song singt ihr am liebsten bei Karaoke? Ich hasse Karaoke. Nie. Gut, alles klar. Vorlappen oder nicht? Was? Was? Vorlappen oder nicht? Ich habe mir meinen Vorlappen entfernen lassen. Der war bei der Travestie. Ach, Vorlappen. Und das als Kassenpatientin. Eben. Also ich bin ja großer Vorhaut-Fan. Vorlappen. Ach so, Vorhaut. Oh Gott. Ach, jetzt verstehst du es erst. Ich habe es wirklich nicht begriffen bis jetzt. Oh, gut. Jessica, scheiße. Hast du es je geschafft, das große Sektglas auszutrinken? Hä? Wie oft? Don't make me drink. Don't make me drink. Ja, natürlich. Applaus hier, Unterstützung. Und gleich hat sie so einen komischen Abdruck an der Stirn. Ja, das führt mich aber zu der Frage, warum mag das Publikum immer, wenn Transvestiten sich selbst misshandeln? Das liegt ja in unserer Natur. Das ist ja auch die Randgruppenkompensation, die wir betreiben. Ja? Ach, süß. So, weiter geht's. Bitte die Enddarmgeschichte hatten wir doch schon, oder? Nee, ich habe ja noch eine, aber lassen wir das. Ja. Ist Paillette. Da hatte ich eine Enddarm-OP. Nee. Ach so, ja, erzähl doch mal von der Enddarm-OP. Ah, das ist aber jetzt so ein bisschen länger her. Leider. Nee, lass mal. Auf jeden Fall, es geht, ihr liebt ja Fäkalwitze. Also sagen wir mal so, Enddarm-OP, ne? Irgendwie große Schmerzen, Tamponage, blutige Einlage, Flash und so. Und dann wurde ich da so entlassen, ne? So eine klassische Enddarm-OP hatte ich halt irgendwie so. Wurde ich entlassen, große Schmerzen, Straßenbahn und so weiter, so, ne? Und da haben die gesagt, ja, soll bei hier, die Dibse bei hier so Lactulose-Schleim, um den Stuhl flüssig zu machen, ne? Und da habe ich gesagt, gehe ich mal auf Nummer sicher, nehme ich gleich ein halbes Glas so. Und da habe ich gedacht, hier, ich kann wieder laufen. Da habe ich so eine halbdurchsichtige weiße Sommerhose in den 90ern war. Das habe ich dann angehabt. Auch doch wirklich so. Und dann bin ich da rausgegangen, so die Sommersonne und so weiter. Und dann Genau, ihr wisst es schon. Und dann habe ich jetzt geht's los. Und noch ehe ich das zu Ende gedacht hatte, ging es los. Und dann ergoss ich mich in meine halbdurchsichtige 90er Jahre. Danke schön. Danke. Gisela. Komm, setz dich wieder hin. Und seitdem trägt sie Tarnmuster, ne? Was? Seitdem trägt sie Tarnmuster. Aber es fühlt sich wahnsinnig gut an. Ist übrigens von Resale auch diese Strumpfhose und diese Strumpfhose. Das ist Resale. So, langweilige Frage, aber auch jedes Wort wurde mit einem Strichen unterteilt, damit ich sehen kann, wo die Worte enden. Du bist zwanghaft. Wo, Strich, habt, Strich, ihr, Strich, eure, Strich, Perücken, Strich, her, Fragezeichen. Aus eBay. Ja. Das ist eigentlich so eine Krebsperücke für ältere Damen. So.
Die war runtergesetzt. Aber süß. Aber extra für heute gekauft, weil ich dachte, also man muss ja, also man muss ja was ja. Steht dir, das steht dir gar nicht, aber meine Danke. Güte. An Ingeborg, ja. Deine größte Panne beim Kicks, bei den Kicks. Bingo. Oh Gott, ich habe gerade Sekt getrunken. Ich muss leider ständig auf Toilette in der zweiten Runde, weil die am längsten ist. Und dann muss ich immer jemand aus dem Publikum fragen, der das für mich übernehmen kann. Das mag Gisela überhaupt nicht. Ich hasse das. Und das Lustige ist, die Leute versuchen dann witzig zu sein, aber sie sagen nie den Elf, sie sagen immer dann der Elf. Ja. Oder das Elf. Alles Opfer. Alles Opfer. Jurassica, wie bist du auf deinen Drag-Namen gekommen? Der ist mega geil. Ausrufezeichen mit dem Herzchen. Und oh. Ja. Ich nehme an, du hast Valomat gemacht oder so. Nee. War nicht so lustig. Streichen. Das war echt ein mega beschissener Witz gerade. Den Drag-Namen hat sich tatsächlich Biggie van Blond ausgedacht. Ach. Und weil damals war ich Fangirl bei Ades, da war ich noch kein Transvestit. Und war bei Ades immer bei den After-Hours bei dir in der Wohnung. Und dann irgendwann wurde ich Transvestit und war Gina Tonic. Und da war Biggie immer da, völlig aufgespult, wie sie so ist. Und dann sagt sie so, Gina, du musst Jurassica Parker heißen oder Tyrannia Rex. Irgendwas von beiden. Oh. Auch nicht schlecht. Ja, und dann habe ich dann Jurassica Parker genommen. Das ist eine Erfindung von Biggie van Blond und dafür danke ich ihr nochmal ganz, ganz stark. Das ist interessant. Das ist super so. Dankeschön. Der Martin. So, weiter geht's. Wir haben noch drei Fragen. Was war eure letzte Geschlechtskrankheit? Filzläuse. Da springen die so raus, ne? Ja? Ja, bei mir auch. Ja, und dann laufen die in der Wohnung rum und dann gehen die zu Gisela. Nee, ich würde auch sagen, also abgesehen von den Unentdeckten, so, weil ich mich nicht zum Test traue. Gut. Nein, dann lassen wir das. Weiter geht's. Nee, war auch Filzläuse, aber beim Zivildienst schon, 1993. Vorletzte Frage. Ed Ingeborg, spucken oder schlucken? Ja, sowohl als auch, ne? Ach so. Ja, ja. Also das eine so und das andere dann so. Letzte Frage. Hat euch diese Nina Queer auch entdeckt, beziehungsweise wer ist Nina Queer? Könnten wir jetzt mal die Security hier auf der Bühne haben? Jemand möchte gehen. Ich würde auch einfach den letzten Teil der Frage wiederholen. Wer bitte ist Nina Queer? Dankeschön. Entschuldigung, Leute. Ich habe gerade wieder ganz viel Sekt getrunken. Ich glaube, wir ja, ich habe ja kein Wasser. Ach ja, doch. Wir beenden jetzt die Show langsam. Ich würde gerne noch was singen. Ja, bitte, tu das. Aber ich glaube, das kann ich nicht mehr machen. Nee? Wegen des Sekts. Oh. Du könntest vielleicht pantomimisch was darstellen. Aber wollt ihr das? Ja. 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 Aber ihr könnt ja alle mitsingen oder so. Nee, können die Nein, nicht. Nein, könnt ihr nicht. Hört auf damit. Können die nicht. Soll ich noch singen? Ja, bitte. Bitte. Also, ich hab einen neuen Song, den liebe ich über alles, und zwar Svenny was. Achso, der läuft schon. Scheiße. Moment. Ja, warte doch mal, Svenny. So. Ich singe jetzt, ja? Oh Gott. Ich habe das heute zu Hause ganz oft geübt. Aber ich wusste nicht, dass ich das Glas austrinken muss. Ist mir gerade sehr unangenehm. Jetzt ist auch verständlich, warum Klausi so schlechte Laune hat. Klausi guckt jetzt schon gerade. Machen wir das, Fanny, ja? Naja, gut, okay, wir machen das jetzt. Müssen wir sitzen bleiben? Oder ja, bitte sitzen bleiben. Toi, 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 die Lichter an den Vorhang auf, denn jetzt ist wieder Showtime. Showtime für Sie. Showtime. Ich kann das gar nicht mehr. Toi, toi, die Band spielt meine Schönste. Nee, ich kann das wirklich nicht mehr.
das Sektglas, es geht wirklich nicht, Svenny. Es ist mir wirklich peinlich. Ich kann das nicht. Also ganz ehrlich, ich habe das lange geprobt. Aber mit dem Sekt jetzt gerade geht das gar nicht. Gisela, singst du das bitte einfach mal? Oh Gott, nein. Gisela hat es durchaus die, mal die gemacht. Die Menschen haben doch nichts getan. Warum ja. sollen wir sie bestrafen? Nee, es geht gar nicht. Tut mir leid. Ich stehe mal kurz. Oh, Sven. Kannst du... Okay, gut. Können Sie mal von vorne anfangen, bitte? Ich schaff das gleich, ich schaff das gleich. Achso, eigentlich muss das schaffen. Oh. Aber da liegt doch der Text, da kannst du jetzt einfach abgeben. Der Text liegt auch da vorne, verdammt nochmal. Toi, toi, toi. Hier ist der es Text ist mir wirklich wahnsinnig peinlich gerade. Nee, aber muss es nicht. Peinlichkeit, Peinlichkeit. Toi, die sind nicht an den Wissen. Jetzt ist wieder Showtime. Showtime für sie. Showtime. Showtime für sie. Toi, toi, die Band spielt meine liebsten Lieder. Jetzt ist wieder Showtime. Showtime für sie. Showtime. Showtime für sie. Wenn eine Nacht vor mir, die mir eine Chance gibt, denn ich bin der Dahydaten-Typ, der Lahaten liebt. Toi, toi. Alle kriegen nichts Vergnügen. Jetzt ist wieder Showtime. Showtime für sie. Showtime. Showtime. Jetzt pass auf. Immer wieder neue, neue Lieder. Immer, immer wieder. Immer, immer wieder Showtime. Showtime für sie. Showtime, Showtime für sie. Ich sehe keine Stunden mehr, seit es heute Nächte gibt. Denn in die Musik, die ich da höre, bin ich so verliebt. Toi, 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 die Lichter an den Vorhang auf, denn jetzt ist wieder Show. Showtime für sie. Showtime. Showtime. Showtime für sie. Showtime. 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 Dankeschön. Also, Dankeschön. Ich habe noch niemals so eine schlechte Nummer gemacht, aber egal. Meine Stargäste, Ingeborg und Gisela Sommer. Dankeschön. Was sind eure nächsten Projekte? Nächstes Kiezbingo, wann ist das? 14. Mai ist das nächste und letzte Kiezbingo der Saison. Ja. Dann gehen wir in die Sommerpause. Und dann ist aber... Und dann am 18. machst du ja auch Eurovision Song Contest. Ja.
Du machst das im Schwutz? Ich mach das im Schwutz, ja. Wir machen das im Freiluftkino Betanien. Ihr kommt natürlich alle zu mir ins Schwutz, ist ja klar. Bei uns ist der Eintritt frei. Ja. Wir haben Käseigel, wir haben Schnaps und Brezel. Aber beim Schwutz haben sie Jurassica Parker. Ja. Dankeschön. Ach, du bist... Ihr süßen Mäuse, danke schön, dass ihr alle mit dabei wart. Und diese Shownummer bitte vergesst ihr einfach. Sven, schneidest du bitte raus, ja? Aus dem Livestream, schneidest du bitte raus. Und wir sehen uns im Juni wieder. Dann sind hoffentlich Gäste da, wo ich gerade den Namen vergessen habe. Weil ich habe einen Latte getrunken. Egal. Danke schön, dass ihr alle mit dabei wart. Und wir machen jetzt gleich noch hier Selfies. Für Instagram, für Facebook und für Snapchat. Mua, danke.